Willkommen zurück zu Ace Combat Zero Sword of Annihilation. Heißt die nächste Mission. We discovered that the unidentified laser weapon is a long-range offensive weapon, codenamed Excalibur. We believe it to be a Belkan anti-aircraft defense chemical laser weapon, developed as a missile defense system. According to our information, the strike zone is heavily guarded by a jamming facility and multiple anti-aircraft artillery units. Your objective is to destroy Excalibur. But to do that, you must first neutralize the jamming facility and the anti-aircraft artillery. Considering the importance of your target to the enemy, I'm afraid there's no way to avoid casualties from enemy resistance. In light of this, we've called in reinforcements for this mission. Work together with them to achieve the mission objectives. Okay. Ja, wir haben ja gestern mal gesehen, dieser Superlaser, der uns da beschossen hat. Offensichtlich kommen wir jetzt ein bisschen in etwas Science-Fiction-artige Richtung, was ich ja ganz cool finde, dass es ein bisschen aufgepeppt wird. Warum auch nicht? Bin mal gespannt. Was ich nicht ganz verstehe, wenn das eine Ground Facility ist, wie schießt sie denn bitte von oben herab? Haben die irgendwie noch einen Spiegel? Satelliten im All oder so? Naja. Let's go, I guess. Ich wollte mir eigentlich das Superflugzeug jetzt leisten, ne? Wenn ich jetzt die anderen Flugzeuge verkaufe, könnte ich mir das eine Flugzeug leisten, die Terminator. Wir haben ja noch ein anderes neues bekommen. Checken wir erstmal, was das aus. Die X-29A. The forward swept wings of this aircraft allow for exceptional turning ability. An advanced fly-by-wire system is employed to overcome instabilities inherent in this design. Interesting. Also mit dem kannst du wirklich wahrscheinlich sehr gut turnen. Wundert mich, dass die Mobility dann so gut angezeigt wird. Ich schätze, da ein paar richtig coole Möglichkeiten zu turnen, ohne zu stallen oder so. Aber ich habe ja gesagt, ich will auf jeden Fall jetzt das Ding hier haben. 77.000 kriegen wir zusammen mit den Verkäufen. Das ist machbar. F-16. Du hast mir gute Dienste geleistet. Aber ich glaube, das andere Flugzeug da ist ein ziemliches Upgrade. Thunderbolt. Ein Herz für Thunderbolts auf jeden Fall. Aber ich glaube, dieses Spiel könnte schwierig werden, weil wenn man mal irgendwie Air Targets hat, dann lässt es schon ein bisschen nach, ne? So, jetzt haben wir locker genug Kohle. Jetzt kommt die Terminator rein. Nice. Ja, bitte doch. Die erste war, glaube ich, die XLAA, ne? Okay, jetzt haben wir noch die FAEB. Unguided Ignite the Cloud, okay. Unguided finde ich immer. Ich weiß gar nicht, wie Unguided hier funktioniert, weil bisher alles guided war. NFB, Napalmbombe. Ja, das sind alles so Flächenschadendinger, ne? Ein bisschen schwierig für unsere Spielweise. Also bleibe ich bei den ersten Raketen, die wir haben. Ich kann mir eh nichts anderes leisten. Gut, dann gehen wir noch ganz kurz in die A-Style-Dinger, ne? Nicht in die Game-Data. Galerie. Assault Records. Einen neuen haben wir noch abgeschossen. Den Kolibri. Das haben wir noch irgendwie geschafft, wenn der Laser uns geschossen hat. Ernst Blum. Operation Theta. Missing in Action. Okay. Also nicht klar, ob er noch lebt oder nicht. Detailed Information regarding this Pilot is unavailable. Okay. Interesting. Gut. Dann wollen wir mal gegen Excalibur vorgehen. Theatralischer Name für eine mächtige Waffe. Passt, ja. Start Mission. Su-37 Terminator. Oh, wir können sogar die Color verändern. Moment, war das? Das war aber nicht der Flieger von den. War das der Flieger von den Geldleuten? Das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber wahrscheinlich, oder? Ist ja auch egal, ich weiß nicht mehr. Wir haben zwei Farben zur Auswahl. Und das ist nicht die Yellow-Farbe, also. Oder? War das die von denen? Aber doch, da ist Yellow an den Flügeln, ne? Ich glaube, im Standard ist okay, komm. Let's go. Ah, das ist die Multitarget, okay. Geht klar.
Und du musst bitte was für den Bodenkampf mit, weil ich habe dafür nichts dabei. Und dann legen wir los. Dieser komische Superlaser, der muss aufhören zu existieren. Das ist Wahnsinn. Tauberg. Das ist aber Excalibur. Ja, ich war irgendwie kann ich nicht vertonen, ne? Aber es geht gerade darum, wann er ja, die Blumen kaufen, vorhat die Blumen zu kaufen. An Crow 1 gerichtet. An Crow 3. Wir fliegen mal seitlich. Ja, siehst du, ich wusste es. Leute, leicht aus, es ist nicht gesund. Oh Gott. Ich dachte mir schon, dass der uns lasern würde. Deswegen ist es besser, wenn wir von der Seite anfliegen und die ersten Ziele erstmal waagrecht überfliegen, ne? Von der Karte aus gesehen. Wo ist die übliche Grundziele? Oh Gott, auf mich? Nicht auf mich! Pixie, nicht durchfliegen, ist gefährlich. So, bis die Gemma ausschalten. Los geht's. Nein! Oh, der Laser! Ich kann die Dinger nicht mit hier... Wow! Ich kann die Jammer natürlich nicht anvisieren mit Raketen, ne? Das heißt, ich muss meine Gun benutzen. Wobei... Wahrscheinlich ist das die eine Mission, wo diese komischen ungelenkten Raketen und die ungelenkten Bomben echt gut sind. Weil die kannst du dann trotzdem noch benutzen. Da fliegen wir jetzt so durch, das ist cool. Ja, Jammer Nummer 2. Here we go. Die Flak nervt natürlich ein bisschen, aber... Haben wir... Laser, okay, wir fliegen einfach weiter. Ich sag, also seitlich fliegen ist am besten, ne? Definitiv. Sobald der Jammer weg ist, kann ich natürlich auch die AAs wieder angreifen mit Raketen, aber... Wozu? Genau, das ist doch mein Ziel. Ich baue hier meinen Kram auf, oh Gott. Hab's. Nein! Oh, 73 Schaden, gar nicht gut. Ich habe mich von der Rakete treffen lassen, das war dämlich. Nein. Ja, ich habe gerade einen ganz, ganz schweren Schadensrakete gefressen. Das war nicht gut. Ich habe nur 27% Lebensenergie übrig. RTLS-Dinger, ne? Schießen wahrscheinlich auch kleine Laser nach uns, wie es aussieht, ne? Das ist gefährlich.
Einer weniger. Nee, der hat's überlebt. Die halten zwei Raketen aus. Oh Mann. Ja, drei Raketen, okay. Excalibur, jetzt komme ich zu dir. Double Hit. Sogar noch mehr. Oh. Ach, dass die kleinen Laser mich treffen. Ich kriege jetzt mal die kleinen Laser hier gerade. Ah ja, Mist. Jetzt nicht, okay. Ich muss vorsichtig bleiben, bitte wegen HP, die ich noch habe. Oh Gott, der große Laser. Das war klar. Das sind alle kleinen Laser. Hab ihn. Was ist das? Noch nicht ganz voll, ne? Schon längst weg, mein Freund. Oh, komm schon, ich will es jetzt schaffen, trotz dem starken Schaden, den ich genommen habe. Das Ding steckt noch einiges ein, ne? Das war's. Es kippt, oder? Wow. Nein, nicht abschüssen jetzt, um Gottes Willen. Das Ding ist gekippt. BJ hatte Spaß. Und wir haben es geschafft. Excalibur ist down. Ein großes Problem weniger. Aber man muss schlecht vorsichtig sein. Wenn man Raketen einsteckt, ist man ganz schnell tot. Although we didn't discover any nuclear facilities, Excalibur is no longer a threat. This can be considered a substantial victory for our side. Head Operations has recognized you as an indispensable component in this war. And expresses their utmost gratitude and respect. Good side, ne? Okay. Alles klar. Knackige Mission. Zwei neue Aircrafts, eine F-15C und eine Su-27. Cool. Broken Sword Medal. Alles klar. Dann danke ich fürs Zusehen. Bis zur nächsten Mission. Bye bye.